Herzlich willkommen bei meinem heutigen Review zum Thema Videotransmitter. Heute mit am Start haben wir von Holyland den Mars 300 Pro, der sich an ambitionierte Filmmaker und auch als professionelle Filmmaker in die Richtung orientiert. Der Mars 300 Pro hat den Vorteil, dass der natürlich ein Wireless Transmission System hat. Das könnt ihr auch gerade ganz gut sehen. Einmal ist hier der Empfänger von dem Mars 300 Pro und einmal auch hier direkt angeschlossen von NIO ein Bildschirm. Der Sender ist gerade hier an der A6300 von mir dran, damit ihr auch direkt das Bild hier sehen könnt. Und was der drauf hat, wie der aussieht, seht ihr gleich. So, das waren schon mal ein paar Aufnahmen zum Thema Mars 300, so dass ihr ein bisschen sehen könnt, wie das Ganze aussieht, wie der designt worden ist, welche technischen Details er hat. Da gehen wir gleich näher drauf ein. Was direkt auffällt, ist, dass die Box schon sehr klein ist, die mit dabei ist. Das bedeutet, dass das Mars 300 Kit an sich sehr, sehr kompakt gebaut ist und trotzdem solide und leistungsstark. Benutzt ein 2,4 GHz System, hat eine sehr große Übertragungsreichweite und sehr niedrige Latenzen, was für mich persönlich auch sehr wichtig war, wie man jetzt hier auch vermutlich sehen kann. Die Signalstärke war bei mir immer on point gewesen, also ich hatte nie Probleme gehabt, auch wenn es mal keine direkte Bindung war, quasi wenn das System mal um die Ecke gestanden hat oder mal eine Wand dazwischen war, waren das keine Probleme. Und das geringe Gewicht kommt vor allem zugute, wenn man zum Beispiel das Set an einem Gimbal dran befestigt. Kennt man natürlich, das wiegt alles so schon genug, dass es nicht eine große Zusatzbelastung darstellt, sondern ganz im Gegenteil so gut wie gar nicht auffällt. Das Ganze wird betrieben mit den Standardbatterien, ist also kompatibel, wahrscheinlich mit den ganzen anderen Batterien, die ihr im Set auch habt. Ob es jetzt für Dauerleuchten ist oder für größere Kameras, fand ich persönlich ganz praktisch. Kann man einfach hinten dran stecken, gibt es ja in verschiedensten Größen, je nach Bedarf, und das Ganze kann dann benutzt werden. Kann aber auch mit Strom natürlich benutzt werden und hat einen USB-C-Eingang, auch sehr gängig. Hat zwei HDMI-Outputs, falls man zum Beispiel noch ein anderes USB anschließen möchte oder für andere Kombinationen einfach. Fand ich an dieser Stelle auch wirklich sehr praktisch. Kommt bei mir vor allem zum Einsatz, wenn ich größere Drehs habe, wo mehrere Leute mit involviert sind. Und da kann man immer jemanden oder zum Beispiel auch ich selbst dann hinten am Set stehen und schaue, was der Kameramann filmt, ob alles mit drauf ist, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und allgemein erleichtert es die Bedienung wirklich enorm. Vor allem, da ich ein Freund bin von Wireless-Systemen oder, sage ich jetzt mal, kabellosen Systems, ob jetzt irgendwelche Leuchten sind, wie die ich jetzt auch hier angeschlossen habe, obwohl es daheim ist, finde ich sehr, sehr entspannt, wenn das Ganze akkubetrieben ist, und deswegen befürworte ich natürlich ein kabelloses System wie das Mars 300 auch natürlich sehr. Vorausgesetzt, es funktioniert gut, was es bei mir bis jetzt auf jeden Fall immer gemacht hat. Es hat verschiedene Kanäle, es hat zwei kleine Displays, wie ihr gleich noch sehen werdet, und da lässt sich alles sehr gut einstellen. So ein Hochleistungskit, sage ich jetzt mal, muss natürlich auch gekühlt werden. Es hat einen Ventilator jeweils verbaut in dem System, aber er ist so leise, dass man ihn gerade erstmal nur hört, wenn man wirklich mit dem Ohr dran ist, und selbst das kann man nochmal einstellen. Fand ich wirklich, wirklich sehr gut an dieser Stelle und wollte ich nochmal betonen. Noch ein paar Worte zu der Installation. Wie macht man das? Wie stellt man das überhaupt ein? Im Prinzip ist es fast schon Plug and Play. Also man holt einfach nur die beiden, den Empfänger und den Sender aus der Box raus. Sender kommt an die Kamera dran per HDMI. Empfänger kommt natürlich an das Display dran, ob es jetzt ein Fernseher ist, ein Monitor oder gerade so ein kleines mobiles Display, kann man sich natürlich aussuchen, und in der Regel koppeln die sich direkt aneinander. Das Videosignal 1080p, also Full HD, eine sehr gute Qualität, wird direkt übertragen, man muss nichts mehr einstellen. Man kann aber zusätzlich natürlich noch andere Kanäle für größere Setups oder andere Setups noch einstellen. Das fand ich an dieser Stelle sehr gut. Als Filmmaker kennt man das natürlich, oder auch, sag ich mal, Fotografen können das natürlich auch benutzen, dass man sowieso auf seiner To-Do-Liste von einem Setup sehr, sehr viele Sachen draufstehen hat und eine erleichterte Bedienung, wie es zum Beispiel hier ist oder auch mit dem Fagotech Gimbal, einfach nur anschmeißen, läuft direkt, erleichtert einfach den
das Shooting oder das Setup enorm, weil ich dann einfach eine Sorge weniger habe und beziehungsweise weniger Zeit investieren muss, bis mein Setup steht. Alles in allem kann ich das Maas 300 Pro super empfehlen, vor allem weil das sehr, sehr schnell sich installieren lässt und auch sehr zuverlässig funktioniert. Bei meinem letzten Setup, wie ihr hier sehen könnt, hatte ich einmal den Sender an dem Gimbal, an dem Fayotech AK 4500 dran gehabt und den Empfänger nochmal in einem externen Bildschirm. Gerade vor allem dadurch, dass man die mit Akkus betreiben kann und die auch sehr, sehr lange halten, ist es eine super Erleichterung. Ich kann das im Gesamten wirklich sehr, sehr stark empfehlen. Ansonsten schaut gerne bei Instagram mal vorbei, da poste ich öfter mal auch Videos neben den ganzen Fotos. Und da werden auf jeden Fall auch noch ein paar Behind-the-Scenes mit dem Maas 300 drin vorkommen. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.